Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Immer noch auf der neu erforschten Insel, ja. Mit der lieben Roventa unterwegs. Es ist immer noch neblig. Hier sitzt eine Alpha-Möwe. Die sollten wir definitiv nicht berühren, nicht anfassen, nicht angreifen. Denn das könnte übel enden. Und wir nehmen jetzt hier das Holz mal mit. Wir machen uns jetzt dran, Holz zu sammeln. Bis die Axt ihren Geist aufgibt. Und dann werden wir uns auf den Rückweg wieder machen, ne? Aber jetzt nicht, weil jetzt ist neblig. Und wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun, Freunde. Dann haben wir auf jeden Fall Materialien auf Vorrat, auch wenn wir uns dann entscheiden sollten, in den nächsten Folgen einfach loszuschippern mit unserem Schiff und wieder auf eine etwas längere Reise zu gehen. Ja, das ist dann egal, wenn wir dann wieder zurückkommen. Oh. Wenn wir zurückkommen, haben wir dann einfach Materialien da und müssen jetzt zum Beispiel nicht schon wieder, ja, dann direkt wieder lossegeln auf unsere Farminseln und da rumfarmen. Sondern könnten dann eigentlich direkt wieder losbauen und machen und tun. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir da wieder ein neues Schiff bauen müssen, weil wir uns ja schon wieder verlieren. Das hoffe ich nicht, das glaube ich auch nicht. Ja, aber vielleicht an unserem Häuschen dann mal weiterbauen. Oder wir bauen schon vorher an unserem Häuschen mal weiter. Oder bauen einen weiteren Stall. Oder. Wir werden sehen. Jetzt sammeln wir erstmal die ganzen Materialien ein, die wir hier so finden. Und das ist reichlich, denn hier hat es auch viele Bäumchen, ne? Ne, Roventa? Eine hübsche, eine ganz süße. Eine ganz, 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 ganz. Könnte Metall sein. Ist Kupfer, Metall. So viel wie wir tragen können, nehmen wir auch mit. Und immer schön auf die Umgebung achten. Ihr wisst, es kann immer was passieren. Und gerade auf Inseln, wo man halt noch nicht so genau weiß, was da alles für Tiere sein könnten. Wir haben zwar vorhin keine entdeckt, aber das muss nichts heißen, ja? Trotzdem können irgendwo immer wilde Tiere auftauchen. Man möchte ihnen doch nicht immer begegnen, ne? Wir nehmen auch ein bisschen Stein mit. Einfach, weil was können. Ist überhaupt Stein gewesen. Nein. Ihr wisst ja, es gibt ja auch diese Flint-Teile da, ne? Und die sehen auch immer wieder anders aus. Da bin ich dann manchmal immer unsicher. So, habe ich das jetzt wirklich? Und habe ich da wirklich? Und ich sehe gerade, unsere Sichel ist ja fast kaputt. Hätte man vielleicht vorher reparieren können, ne? Wir brauchen Fasern, brauchen auf jeden Fall viele. Da haben wir nämlich gar keine mehr davon. Aber ich habe ja eine Schnitti auf unserer, auf unserem Floß. Da könnte ich die eigentlich, bevor ich dann da gar keine Fasern mehr oder wenig Fasern mitnehme, könnte man die eigentlich reparieren. Und dann mal rüberlaufen. Das machen wir, glaube ich, so. Ich glaube, das machen wir dann so. So, die erste Hacke müsste jetzt gleich kaputt sein hier. Yep. Ah.
Nicht nur eine, wir haben ja drei. Wir denken ja mittlerweile relativ gut mit. Also, ich hab zwar wieder nicht an eine Fackel gedacht oder sowas, aber ich kann halt nicht auch an, nicht mal an alles denken. Immerhin an Hacken und Spitzhacke und Sichel haben wir gedacht. Ah. Weil das wäre natürlich blöd gewesen, wenn ich losgefahren wäre und ich hätte das vergessen. Also das wäre peinlich gewesen, aber das passiert mir nicht mehr. Das. Denn ich kontrolliere ja immer dreimal, ob ich alles habe, ob ich was vergessen habe. Dass mir solche Dinge nicht passieren. Gut, wir könnten jetzt auch hier Stein hacken und sowas herstellen, aber ganz ehrlich, wir kriegen so viel Materialien raus mit unserer Spitzhack hier und mit unserem Axt und unserer Sichel, dass das natürlich schon peinlich wäre, wenn wir das jetzt mit Stein machen müssten. Ne? Und die werden auch schneller kaputt gehen und ach nee. Ich glaube, es wird auch wieder dunkel, ne? Der Nebel ist vorbei. Sonne, da. Doch, da hinten ist die Sonne. Ja, die müsste jetzt eigentlich gleich dann untergehen. Es wird schon so ein bisschen dämmerig. Man merkt das immer so, wenn dann der Schatten so langsam über die Inseln kommt. Dann weiß man so, oh, jetzt wird es langsam wieder Nacht. Die Brachte der Nacht bricht an. Ja, das meine ich mit den Schatten. Die dann langsam hinter den Inseln verschwindet. So ein Lein. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir haben hier so viele Bäume am Strand entlang. Da sollten wir auch bei Nacht gut sehen, auch ohne Fackel. Hoffen bloß, dass da nicht irgendwelche wilden Tiere erwachen. Und versuchen hier wegzusnacken. Darauf hätte ich nämlich voll keine Böcke. Deshalb Umgebung im Auge behalten. Ja. Immer schön Obacht. Also gleich mal kurz wieder ausruhen. Kurz mal ausruhen. Oh, die zweite Axt ist auch bald wieder hinüber. So, das reicht. Das reicht. Bin mal gespannt, ob wir es vom Gewicht her schaffen, so viel mitzunehmen, bis die Axt auch kaputt ist. Aber ich denke mal schon. Wie auch die dritte Axt sogar. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Bitte dann wieder hier lang gelaufen, hast schon wieder alles leer geholzt fast, ne? So, wir begeben uns wieder mal ein bisschen so zurück in Richtung Rettungsfloß. Hallo, ne? Boah, das ist ein riesiger Metallklotz. Ich glaube, da kriegen wir einiges an Metall gleich raus. Ja. Es wird nichts liegen gelassen, ne? Letzten Sonnenstrahlen hier erleuchten die Insel. Na, Miss Pig? Schön, schön, schön.
So, wenn die jetzt kaputt geht, dann werde ich gleich mal noch ein bisschen mit der Sichel durchlaufen, dass wenn die dann nämlich kaputt ist, können wir die gleich reparieren, wenn wir die Materialien aufs Floß bringen. Das sollten wir dann definitiv nämlich tun. Ihr müsst jetzt gleich, Achtung. Kaputt. Ja, da rein. Die. Kurz ein bisschen ausruhen. So, und der drauf. So. So langsam wird es für uns auch anstrengend vom Laufen her. Wir werden langsamer, wie man merkt. Also ich glaube, es würde nicht ganz reichen. Gut, ich habe ja auch noch Metall. Ich habe jetzt nicht nur. Hätte ich jetzt wirklich nur Holz, dann hätten wir bestimmt drei Äxte komplett kaputt gemacht und könnten immer noch laufen. Aber dadurch, dass wir auch noch Metall mitgenommen haben. Das war jetzt gerade ganz knapp an seiner Nase vorbei. Sind wir natürlich noch ein bisschen schwerer. Hätte gerade ganz schief gehen können mit dem Schwein, ne? Kaputt. Laufen wir mal da wieder weiter. Nehmen noch ein paar Bäumchen mit. Noch gehen wir ja laufen, ne? Trinken können wir auch noch, alles. So ein bisschen schade, dass wenn man hier sein mit dem Pferd durchreitet und die Beeren einsammelt, dass man dann halt nicht einfach auch noch ein bisschen Fasern mitnimmt. Ne? Dass es keine Fasernfarmer sind. So, jetzt mehr nehmen wir nicht mit. Einfach zu schwer. Oder wir könnten mal gucken, ob wir auf Rowenta. Können wir auf Rowenta sitzen? Sind dann schneller. Ah, geil. Perfekt. Hopp. Dann packen wir eben das mal hier rein. Wir können jetzt auch gemeinsam sagen, hey. Scheiß drauf, ja. Wir brauchen Leder. Leder noch dazu. Ganz vergessen. Ich würde sagen, hey, ich repariere das einfach so lange, bis ich nicht mehr reparieren kann. Und nein, machen wir natürlich nicht. Wir machen das nicht. Wir reparieren die zwar, die Sachen, aber wir werden jetzt nicht dann... Wir werden jetzt nicht da nochmal deine Runde machen mit. Das wir jetzt, was wir jetzt mit den Sachen, was wir jetzt noch haben, einsammeln können, das behalten wir und den Rest. Aber kein Problem mit unserer Armbrust. Moment. Bevor ich es vergesse. Nachladen. Nicht, dass ich die nachher dann wieder in die Hand nehmen will und dann... keinen Schuss mehr. Muss erst noch nachladen und... Ihr wisst ja, was dann und so, ne? Ich habe hier auf diesem Bereich vom Kontinent... Sind Schweine so, dass die Haupt, Was ist das denn da? Alpha-Fisch oder was? Ach, die ist eine Möwe. Eine Möwe, die Alpha-Möwe, die wir gesehen hatten. So Haupt auf unseren Inselbereichen. Hier ist so, Schweine sind da echt die... Warte, ich hoch. Die Haupt, Tiere, Art, die Inseln besiedelt, glaube ich. Also jetzt nicht so normale
ne, so andere Tiere wie Krokodile, Gott sei Dank. Ja. Ah, das ist schon geil. Bei Schweinen kannst du einfach zähmen. Ja. Man kann sie einfach... man kann sie relativ einfach töten, wenn man das Material dazu hat. Also das passt schon, ne? Das passt schon. So. Fangen wir mal von Roventa. Also wenn man Leder braucht, sind Schweine eigentlich relativ gut, ne? Hier bei uns. Ich weiß auch damals, wo ich mit der lieben Halli das gespielt habe und alles, da waren wir auf der Insel, da hatten wir ständig Krokodile, ne? Das war irgendwann, manchmal war das schon richtig ätzend und nervig. Vor allem am Anfang, wo du halt nicht wirklich diese Ausrüstung hattest, um die zu töten, ja, war das halt mal schon richtig anstrengend. Wir hatten dann damals Elefanten noch auf unserer Insel. Und, ja, die haben sich dann meistens so ein bisschen darum gekümmert, was das angegangen, was die... Krokodil dann angegangen ist, wenn die natürlich angegriffen haben und wenn die dann angegriffen haben, haben sie manchmal gegen einen verloren, manchmal sind dann noch zwei, drei dazugekommen, ne? Dann war halt natürlich das Krokodil im Nachteil und wir konnten uns dann das Leder und das Fleisch snacken und sowas, ja. Hat dann auch gut geklappt, aber wir sind auch sehr oft durch diese Krokodile einfach draufgegangen. Aber es war halt schon anstrengend am Anfang. Ne? War es ja bei uns jetzt auch nicht. Es war jetzt auch nicht einfach für uns am Anfang. Ne? Also am Anfang hätte ich mich zum Beispiel auch nicht mit so einem Schwein angelegt. Mittlerweile machen wir zwei ohne Probleme. Wir kriegen zwar auf die Nase, aber es klappt ja besser wie beim ersten Mal. Ne? Man entwickelt sich ja auch mit jedem Mal, wo man Atlas spielt, immer irgendwas anderes entwickelt man dann neu. Man weiß, hey, so und so muss ich es machen, so und so funktioniert es am besten. Ja. Auch die ganzen Einstellungen, die man halt nach und nach dann vornimmt, ja, und auch dank wirklich eurer ganzen Hilfe und so, klappt das ja wirklich sehr gut. Ja. Wir kommen mittlerweile wirklich super zurecht. Wir stellen uns nicht mehr ganz so trottelig und dämlich an. Wie am Anfang. Und ja, ich dachte mir jetzt einfach, komm, nimmst du das Schwein auch nochmal mit. Bisschen Leder. Ganz ehrlich, Leder brauchen wir auch einfach, ne? Momentan, eigentlich ist alles nicht schlecht. Sage ich immer wieder. Ja. Materialien sind halt einfach hier das A und das O. Also nicht genügend Materialien, stehst du irgendwann davor und sagst, verdammt, jetzt habe ich das nicht bauen können, weil mir das und das gefehlt hat. Und wie ich schon gesagt habe, wir werden ja auch bald reisen, ja, mit unserem Schiff, weil wir wollen ja auch endlich mal die ganzen Sachen mit den Kanonen in Angriff nehmen und auch mit dem Leuchtturm und. Und das können wir halt wirklich nur machen, wenn wir Kristall finden, wenn wir verschiedene Metalle finden und. Da kommen wir halt um das Reisen einfach nicht rum in Atlas. Und das finde ich auch gut, weil das macht ja dieses Spiel einfach aus, ne? Dieses mit dem Schiff unterwegs zu sein, verschiedene Kontinente zu finden, verschiedene Materialien. Das ist einfach das, warum man dieses Spiel überhaupt spielt. Wenn man die ganze Zeit nur auf Inseln rumgammelt, ja, dann ist es, ja, sinnbefreit. Deshalb werden wir uns hoffentlich auch bald auf die Reise machen. Wobei ich auch gerne auf Inseln bin. Ja? Könnt ihr auch dazu. Muss ja auch sein. Ja, muss halt auch sein. Ich weiß, ich gammel viel auf Inseln rum. Und wir hatten halt das Problem mit unserem Schiff. Ja, ich verteidige mich hier nicht. Ist halt einfach so. Ich sage nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und deshalb sage ich jetzt auch, und wie es weitergeht... Und was ist hier auf der Farminsel noch so erwartet und vor allem auf unserer Rückreise dann vielleicht in der nächsten Folge, ich weiß es nicht, ja,
Ich denke aber mal, dass wir in der nächsten Folge dann die Rückreise schon antreten werden. Ja, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.